Ja, dann schneiden wir unser Gewebe zu. Ich habe hier 25 Gramm Gewebe. Das ist Industrieware. Hat eine sehr feine Webung. Hat den Vorteil, dass sie, wenn ich den Zuschnitt gemacht, ich schneide immer etwas mehr zu, als ich brauche, weil, ich zeige euch das mal eben, dieses Gewebe, ich kann das zwar dieses hier relativ gut vom Tisch nehmen, das ist nicht bei allen Geweben so. Es gibt Gewebe, wenn ich die vom Tisch nehme, habe ich schon im Grunde genommen so einen Knüttel. Da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit Haarlack oder Haarspray hauchdünn das Gewebe überzusprühen. Und dann wird das eigentlich wie ein Stück Papier. Dieses hier lässt sich sehr gut verarbeiten, aber das mehr an Zuschnitt mache ich deswegen, weil das lässt sich natürlich auch sehr schnell mal eben verformen und dann passt das auf mein Laminat nachher nicht mehr. Also, circa 45 Grad. Eben den Zuschnitt machen. Jo, dann, ich mache das hier heute ausnahmsweise mal auf den Tisch. Harz anrühren. Schiede, Brille. Oh ja, genau, ohne. Ich mische jetzt mal, also für Einsatzleitwerke reichen in der Regel 10, oh, guck mal, da kommt meine Brille, Dankeschön. Für Einsatzleitwerke reichen eigentlich 10 Gramm Harz. Wir machen aber heute nur das Höhenleitwerk. So, also dieses Harz hat dann Verhältnis, also 10 Gramm Harz, 3,5 Gramm Härter. Deswegen braucht ihr auch eine Waage mit 0, mit 0,1 Gramm Teilung. So, ich mache etwas mehr, ich mache Kleintuppen mehr Harz rein. Härter rein als Harz. Mal eben hier ran. Dann seht ihr auch, warum wir diese Holzstäbe immer sammeln. Bei jedem Restaurantbesuch. So, man kann das abwiegen, aber so ein Toppen reicht. Man könnte die Mailas auch mit Buntlack besprühen und dann das Leitwerk damit einfärben. Ich mache es immer so. Ein Nachteil darf man nicht verschweigen durch die Farbe. Das Laminat wird nicht ganz so hart wie ein Laminat ohne Farbe. Warum das so ist, müsst ihr euch mal beim Hersteller erfragen. Das weiß ich auch nicht. So, dann gehen wir da mal rüber. Also nun kommt einmal unser Rollenstiel ins Spiel, unsere Rolle und ein Tapeziernahtandrücker. Den brauchen wir dann gleich zum Schluss. Harz in die Schale füllen hier. Hierbei braucht ihr eigentlich nicht aufs Gramm achten. Das ist wirklich nicht nötig. So, wie ihr seht, kann man das Gewebe, dieses Gewebe sehr gut legen. Von der Mitte an nach außen auf das Leitwerk legen. Mein Spreadtauschstreifen.
Vorarbeiten an die vorgezeichnete Linie legen. Zu warm abkühlen lassen. Was heißt das denn jetzt? Ja, muss ich gleich nochmal aufsetzen. Ja. Oh, wieso ich kann diesen weitermachen, machen bei dem nächsten weiter. Das spielt ja nicht so. Die Tätigkeiten sind jetzt beide die gleichen. Ne? Geht wieder? Jo. Jetzt schneiden wir das Gewebe ab. Ihr seht, das ist ziemlich nass getränkt. Nicht aufgepasst habe, ist hier mit den Flusen. Man kann das auch so ein bisschen hinblasen. Da machen wir noch ein bisschen Harz drauf. Der Vorteil beim farbigen Harz ist natürlich auch noch, man sieht auch wirklich, dass man, ob man alles gut ein, das ganze Gewebe gut getränkt hat. Zweiten Kohlestreifen hier. Wie brauche ich heute mehr Harz als sonst? So, einmal hier nochmal ums Maler rumschneiden oder die PET-Folie. So, jetzt fragt ihr natürlich, ja, mit dem vielen Gewicht, was hier da drauf ist, die Leitwerke, die können ja nur schwer sein. Aber kommt die Geheimwaffe gegen Harzüberschuss. Man kann auch Toilettenpapier nehmen, aber das geht hier eigentlich ganz gut. Jetzt brauchen wir den Roller. Und ich hole aus beiden Leitwerken das überschüssige Harz drauf. Man sieht auch, wie unterschiedlich das Zefer das Harz aufnimmt. Es gibt dann feuchte Stellen, da habe ich mehr genommen. Haben wir schon fast ein kleines Kunstobjekt. Ja, nun, gerade bei den Leitwerken ist die Endleiste ja sehr dünn. Habe ich mir hier eine Linie aufgezeichnet. Da ist am Grunde mein Leitwerk zu Ende. Und hinter diesem Bereich
tränke ich das nochmal wirklich richtig nass. Dann gibt es nämlich eine schöne, gut kurze Verklebung hinten. Gewichtstechnisch bringt das so gut wie gar nichts. Würdest du mir mal das Leitwerk mal eben hier, das liegt rechts da im Regal. Das Höhenleitwerk, den Kern, der muss irgendwo liegen. Genau. So, das ist unser Kern, den wir beim letzten Mal fertig gemacht haben. Tauche ich die Kante ein. Auch hier nehme ich zu Anfang relativ viel Harz. Man sieht das richtig, das quatscht richtig. Da braucht man im ersten Moment nicht sparen. Oh, ich will Gewicht sparen. Mag sein, dass das bringt, aber wir wischen das gleich nochmal. Oh, daneben. So, dann haben wir ja hier unser Papier. Wische ich die Kante einmal ab. Ziehe eigentlich das meiste damit wieder ab. So, jetzt meinen Kern auf das Meiler legen. Meine Oberlage drauf. Darauf achten, dass die Kohleholme etwa übereinander liegen. Das trifft man nicht immer ganz genau. Upsala. Da müssen wir nach vorne. So, dann habe ich da mein Klebeband gelassen. So, ich mache das hier mal hinten, klebe ich mir so ein Streifen hier auf die Kante. Gut vorbereitet und immer noch nicht gut genug. So, hinten noch. Da geht jedes Klebeband, also auch Klarsicht oder so. Jo. Sorry, das ist unser Leitwerk.